Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder in der zweiten Partie für das Match in der Joint Hotel League am heutigen Freitagabend. Und dazu nochmal Wochenende! So. Dire Team Ban. Sehr gut, mein Dota ist vorhin gecrashed, als ich in der Lobby war. Gut, dass ich das nicht gemerkt habe. Bist du jetzt nicht mehr in der Lobby? Weiß ich nicht, also mein Dota ist jedenfalls nicht da. Wenn du sagst, dass es losgeht, weiß ich Ja, gerade wir sind nicht, beim aber. Picken. Vielleicht hast du Glück, dass du wieder reinkommst. Ich hoffe. Vielleicht. Ja, ansonsten, ich mach kurz die Ansage. Also, wir sind jetzt hier im zweiten Spiel. Joint Dota League. Die, die dazugekommen sind, Dire New Team Guys, Pick. führt hier in der 2-Game-Series 1 zu 0. Nach einer starken Partie von Younes und Silvos hier auf dem Oracle, der deutsche Spieler in dem Draft. Und Younes war gerade im letzten Spiel eine Mega-TA. 12 Minuten Desolator, die hat richtig abgerissen. Und kam ein relativ schnelles GG dann. Irines, ja, hatte ihr versucht, was rund um Ten die Chrono seconds remaining. aufzubauen. Hat auch ein bisschen funktioniert, aber für den Sieg hat es halt nicht Five gereicht. seconds Und remaining. jetzt direkt. Ja, mit dem Respect-Pick Oracle im Endeffekt dabei. Reserve time. Ja, ich komme nicht mehr rein. Nee? Nein. Ach Boah, ist das Mensch. ärgerlich. Machen wir denn jetzt am Ja. blödesten? Weiß nicht. Dire Ich team pick. kann dich Runde alleine lassen, wenn du möchtest. Ja. Ist wahrscheinlich Ja, die chill einzige halt auf Lane, dem die du hast. Stream. Ja, genau. Vielleicht mir Ich noch mal was schaue. zusteckken, wenn du noch irgendeine coole Statistik findest oder so. Kannst du eine Pause machen. Ich denke, das geht auch nicht ganz so lange, aber na gut. Dann mache ich es halt alleine. Ja, ich bin das ja nicht Tut anders mir gewöhnt. leid. Nein, ist nicht deine Schuld. P Ach passiert. Gott. Ja, Volvo, Ja. fix, Seconds please. remaining. Genau. Okay, Five alles klar. seconds Dann remaining. mute ich mich mal im Teamspeak und Ja, bis dann wünsche im Chat euch und viel so. Spaß beim Zuhören. Genau. Jo, bis denn. Reserve Also time. Solo von mir die Sache. Und jetzt hier New Radiant Guys mit einem Team. ganz anderen Pick. Starten hier mit Death Prophet Witch Doctor. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt hier den Void dazu sehen, damit New Guys den Jungs von Irines mal zeigt, ja, wie man denn den Void richtig spielt. Ja, oder Irines straft New Guys für diesen Void-Pick natürlich auch wieder ab. Ne? Das ist, ja, das ist immer dieses zweischneidige Schwert, wenn man da so einen Void pickt. Ten Dafür kann man seconds auch ganz schnell mal remaining. geflamed werden. Five seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Und bevor hier Schlimmstes passiert, sagt sich Ynez, in 10 diesem Pick seconds ist der remaining. Void ganz stark, den wollen wir bei uns im Team haben und picken wieder den 5 Void. seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Radiant team ban. Dire Team Ban. Ten seconds remaining. Ja, also dann nochmal allen Five ein ganz seconds schönes remaining. Wochenende hier als Einstiegsspiel, bisschen Joint Dota League. Ich hätte gerne das Game von Alliance gesehen. Alliance bisher richtig stark, aber wird auf morgen Radiant Nachmittag Team Pick. verschoben und dann bin ich da für euch dabei. Und ja, jetzt sehen wir hier ein bisschen anderen Dire Pick. Team Pick. Also.
Jetzt wird das Ganze wieder so gespielt wie im letzten Spiel. Die Spectre kommt dazu, diesmal aber mit der Venge. Also wir sehen ein bisschen anderen Draft als im letzten Spiel. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie das hier ausgehen wird. Weiß nicht, ob sie unbedingt die Spectre auch spielen wollten. Aber zum Zeus und Void dazu wäre da ein bisschen heftig. Und jetzt kommt der Slark. Und der hat hier ganz andere Chancen, in das nächste Spiel reinzukommen. Also, Irina ist jetzt auch mit einem richtigen Chor, nicht nur mit einer Venge. Ja, das kann schon eher was werden, ne? Zeus für die Chrono, den Damage, Slark. Ja, der fischt so ein bisschen außerhalb der Chrono, was er so kriegen kann. Und wenn wir uns da den Teamfight im Kopf vorstellen, wer geht da aktuell bei New Guys rein? Da sehe ich noch keinen zum Initiate. Das Initiate dürften also eher so was wie Swaps oder so werden. Und dann nach dem Swap mit Stun, wenn dann Irinaeus re-engagen will, kommt das Spectro-Ulti. Und ja, dann wird sich zeigen, wer da den besseren Überblick in diesem ganzen Gewusel hat. Mittendrin natürlich die Death Prophet. Und Death Prophet ist natürlich Hölle in der Chrono, ja. Die hast du in der Chrono drin, die hat ein paar Items, die ist tanky und macht Damage. Also, wir werden sehen. Radiant Team Ban. Ten seconds remaining. Dire Team Pick. Also, danke an Hirsch Gaming oder Hirschi Gaming für ein paar Insider-Infos. Anscheinend hier, ja, ein Insider, was das Team New Guys angeht. Also, Younes ist hier der Spieler mit 7k MMR und auch im Leaderboard gerankt. Also, der gehört schon zu den, ja, zu den Großen in Europa, was so dieses Stat-Fetischisten so angeht, spielt da mit und man muss natürlich auch einen Skill haben, um da hochzukommen, ja. Ich schaff's nicht. Ein gewisser Herr Kesu kratzt da unten am Rand rum, also die spielen hier schon auf hohem Niveau, das haben wir auch im letzten Spiel gesehen. Das geht ganz gut ab und jetzt kommt hier ein Spirit Breaker, okay. Den habe ich hier in dem Draft gar nicht erwartet. Das macht die Sache natürlich interessant. Und vor allen Dingen gegen Spirit Breaker, Zeus in der Mitte. Ja, ein richtig schönes Target. Und da sollte es mich nicht wundern, wenn der Oracle einige seiner Zeit in der Mitte verbringt, um Zeus da zu beschützen. Und das heißt, es müsste jetzt noch ein weiterer Support hier kommen. Ja, aktuell würde ich mal sagen, könnte da kommen Dazzle vielleicht. Oder auch was nuked. Vielleicht nochmal einen Sky Mage könnte auch passen mit dem Silence. Shadow Shaman würde ganz gut sein. Ein Lion könnte gut sein mit den Disables. Lina wäre auch mal wieder interessant zu sehen. Also so aus dieser Range würde ich jetzt was vermuten. Aber mal gucken. Oh, Dazzle ist gebannt. Lina, Lion, Sky Mage. Könnte man noch nehmen. Ja, so viel ist da nicht im Pool, dass er jetzt wirklich richtig Spaß macht. Der gesagten Phoenix, aber der spielt dann auch dieselbe Position wie der Void. Der passt nicht so richtig. Ah, ist ein Jakiro. Okay, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber hat eine ähnliche Funktion. Ein bisschen Disable.
Und ein bisschen Nuke-Damage für die Chrono. Und das ist im Endeffekt das, was so einen guten Support in diesem Lineup abrundet. So, dann fangen wir mal an hier für New Guys, das Team, was 1-0 führt. Parthos auf dem Offlane Spirit Breaker. Silvos, der Spieler aus Deutschland, jetzt auf dem Witch Doctor. Awaken, wieder auf der Spectre. Nobos, diesmal mit der Vench. Also haben wir irgendwie... Nee, alles gut. Nobos auf der Vench und Yunus aus der Mitte jetzt mit der Death Prophet unterwegs. Sorry, hatte mich verguckt. Nobos hat er gespielt. Oh, ja. Da ist es schon wieder weg. Auf jeden Fall auch gut gespielt. War das der Earth Spirit? Ich glaube ja. Also, auf der anderen Seite von Eeriness wird gespielt wieder mit Vlado auf dem Void. Der hat einige gute Chronos gemacht, hat aber nicht gereicht. Zeni als Support. Auf dem Jakiro, Skyter hier auf dem Oracle und Shape Your Mind auf dem Slug. Und der Disconnectete ist der... Was hat der denn noch gefehlt im Draft? Ah, Co-Caster! Was waren die? Ja, ich weiß nicht, wir werden es gleich sehen. Verdammte Axt. Ach, wie kann ich es vergessen? Natürlich der Zeus für die Mitte. Mann, ich werd alt. Genauso alt, wie der Zeus ist. So, also, last but not least, Mambos, der gerade mit dem Invoker ganz schön zu tun hatte in der Mitte, weil er, ja, sehr viele Ganks abbekommen hat, erfolgreiche Ganks. Und, ja, also, der Spieler aus Deutschland, Silvos, wünscht dir allen viel Glück. Ja. Also, begrüße nochmal ganz herzlich alle, die jetzt so. Also. 30 seconds to battle. Mhm. So, jetzt hier mit dem Go. Shape Your Mind, der kriegt ja einiges an Schaden hat. Und ja, schafft es nochmal ganz knapp über die Klippe zu springen. In diesem Fall positiv, aber Mambos. Das Pech setzt sich fort, wird hier gepickt. Und können sie jetzt hier noch Nobos in Return kriegen? Kann sich erstmal noch mit dem Fairy Fire kurz retten, reicht aber nicht Silvos. Kriegt den nächsten Stun ab und mit sehr viel Pech geht er ja auch down. Und wieder der Oracle, der als starker Support hier dabei ist. Ja, Mitte-Match-Up. Habe ich neulich gesehen, hat der Zeus dann doch die Death Prophet mit seinem Q-Spell relativ weit rausgescheucht.
Also. Safe Lane diesmal Void gegen Spectre Venge und einen Witch Doctor, der hier sich irgendwo rumtreibt. Ja, und der braucht auch dringend Level. Das kann ja entscheidend sein, wann der Death Ward online kommt, wann die Death Prophet Ulti da ist. Aber ja, von Younes erwarte ich hier, dass der wirklich die Mitte, ja, richtig stark spielt. Zeni macht hier das Leben für Pathos auf der Offlane nicht unbedingt leichter. Ist hier relativ rausgedrängt. Hat hier gerade das Camp gemacht. Das wird wahrscheinlich gleich geblockt werden. Ah, ist da schon der Bottle ist drin. Oh, was ist denn das hier? So eine Soundgeräusche wollen wir nicht, scheiß Handys. Also, Silver ist ja auch schlechten Start, auch einmal geholt worden, aber gut, zu viel verloren haben sie da noch nicht. Bekommen hier auf jeden Fall diesmal auf der Spectre deutlich mehr Farm als im letzten Spiel gegen die Tree Lane. Was auch verständlich ist, dafür aber auch der Core der Gegnerseite, Shape Your Mind mit dem Slug, kriegt hier einiges. Und ja, ob der Slug hier gegen ein Spectre Lineup dann bestehen kann, das werden wir in den nächsten, ja, Minuten, nächsten halben Stunde sehen. Jetzt, wie wir sehen, ganz ausgeglichene Stats in der Mitte. Also, der Zeus, der von meiner Meinung nach vom Helden her auch im Vorteil ist, wird hier wahrscheinlich von Younes. Ja, den sehen wir. Der spielt hier richtig gut. Macht hier ein bisschen die Nice. Gegen einen Zeus, was nicht immer einfach ist, der seinen Q spammt. Oh, der hat gerade keinen Mana mehr. Ha. Und ja. Slark hat hier nahezu Free Farm. Gleich auch mit den Stats mit der Spectre. Ja. Wer das Navi-Spiel gucken geht, kann das gerne machen. Wäre auch cool, ja, bei uns die Stats zu sagen. So, jetzt vielleicht mit dem ersten Dive. Oracle wäre auch bereit gewesen. Erster Go in der Mitte auf Mambos mit der Haste-Rune. Silvers, der wird geslowt, kriegt hier einen Stun-Up. Der wehrt sich aber, der will hier wenigstens noch einen mitnehmen. Und mit der Wave und den Last Hits. Oder letzten Hits auf ihn, geht er down. Und hat hier wieder nichts zu lachen in der Mitte. Mit der Bottle. Nach 4 Minuten. Ja, hier oben das Farmduell Void versus Spectre geht heftig aus. Also, dass der Void hier so gar nichts bekommt. Also gar nichts. 4 Last Hits hier nach 5 Minuten. Das ist... Ah, die Spectre halt mit dem Quelling Blade, ja. Und auf Shadow hat sie gleich. Das ist immer ganz gut. Die Ohren pünktlich zu Level 6. Dann, ja, hoffen, dass das Team irgendwo gankt. Rotation dazu. Ersten 2 Charges bekommen. Dann damit vielleicht den nächsten Go auf irgendwas machen. Das macht sich immer ganz gut. Das haben wir jetzt in den letzten Spielen gesehen. Das ist ein Move, der passt aktuell voll ins Meta. Was wirklich auf Early Fights basiert. Man kann nicht mehr Spectre spielen hier. Early Radi, ohne was sein Team eine Viertelstunde im Stich lassen. Das geht nicht. Da verliert man zu viel an Space. Mag vielleicht in ganz außergewöhnlichen Drafts funktionieren, aber in den meisten Fällen muss man die Spectre auf On, Drums, ähnliches spielen, um ja, Spiele in der Vielzahl dann auch gewinnen zu können.
Ja, zu den Teams, also wie gesagt, zwei EU-Mix-Teams hier in der Joint Dota League. Skill-Level schätzen wir 6 bis, ja, 6 MMR bis 6,5 Durchschnitt. Top-Spieler ist die Death Prophet hier mit 7k, die im Leatherboard steht. Und deutscher Spieler Silvos. Irines eher so ein tschechisches Team. Ja, das Team Irines hat durchweg nur 6k Spieler, muss man dazu sagen. Also, das sind hier keine Naps. Da spielt New Guys nur einfach stark dagegen und so ein, ja, Juris in der Mitte, der bringt da schon eine Menge und kann einiges an Druck machen. Ja, warum spielt man den nicht Core? Ja, so eine Mitte-Position, das auch oft gehabt, hatte auch in meinen Stacks so 6,5k Spieler drinne. Die haben halt gerne die Mitte gemacht, weil wenn sie die Mitte wirklich gewonnen haben, dann mit den ersten Rotationen, dann gewinnst du auch die Safe Lane und dann ist auch ein bisschen schwächerer Carry, kann da dann genauso viel rausholen. Und wenn du alles auf den Carry setzt, der ja die ersten 10 Minuten in Anführungszeichen nur farmen muss, dann muss das nicht unbedingt der beste Spieler sein. Und Awaken kriegt jetzt hier eine Menge Schade rein. Schade. Ja, kriegt eine Menge Schaden rein, das ist schade für ihn. Und geht hier down. Konnte aber, glaube ich, noch einkaufen. Hat also nicht viel Gold verloren. Und ja, das wird hier wahrscheinlich ein schnelles Jules werden, wenn ich das richtig sehe. Also, können die Jungs von New Guys nochmal abliefern? Ist das ein Team, was wir im nächsten Jahr, in der nächsten Saison in der ersten Division sehen, wo es dann auch um Money gehen dürfte? Oder ist das nicht viel und da ist Awaken dabei und wie ich angesprochen hatte, hier. Oh, der geht gleich weiter. Hat da noch, ja, der hat die Ohren schon und damit hat er gleich noch mehr Schaden rausgehauen. Dire's Middle Tower is under attack. Dire's Middle Tower is under attack. Jetzt go. Auf den Top Channel. Top Channel. Ja, auf den Top Channel. Siehst du, das ist, wenn man nebenbei was im Chat macht, ja. Weil anscheinend alle pennen. Keine Fremdwerbung hier bei uns. Ihr könnt Hallo sagen, ihr könnt bei uns zugucken. Aber wir entscheiden immer noch, welche anderen Twitch-Channels wir promoten. Und so random Werbung ohne Hallo zu sagen, die gibt's hier nicht bei uns. Gut, vielleicht macht ihn das jetzt noch interessanter, ja? Mal gucken, wer war das überhaupt? Hm. Kurzum, jetzt geht's hier weiter. Der Prophet Ulti wurde genutzt, aber nicht auf den Tower. Glyphe wurde gezogen. Und ja, 9 Minuten sind gespielt. Killtechnisch noch ausgeglichen. Zeus. Ja, bleibt hier dran, trotz des Ghosts. Aber die Death Prophet wahrscheinlich schon mit ein bisschen mehr Gold, mit den 2 Kills, die sie hat. Aha. Oracle hier noch mit positiven Stats. Dieser Support. Wenn man ihn nicht picken kann, dann sollte man ihn wahrscheinlich doch eher bannen. Hat mich in den letzten Partien sehr überzeugt. Auch in vielen Dritt-Division, Zweit-Division-Teams, da wird meistens jetzt ein Spieler abgestellt, der, ja, Oracle spammen soll im Pub. Jetzt einige Teams gesehen, ah, der Support, der spammt auch gerade wieder Oracle. Ich glaube auch bei Wombat Gaming auch einer und noch ein paar andere Teams, weil sie erkannt haben, wenn ich diesen Support picken kann, dann picke ich ihn, weil du kannst damit so viel machen. Ist das einfach richtig stark. Ja, es ist einfach wie ein Dessel, der noch einen Stun und der noch einen Stun hat, ja. Oder einen Lockdown nennen wir es mal, nicht? Das Stun ist es ja nicht. Das ist halt sehr stark. Jetzt Charge auf die Top Lane.
Wen haben sie sich da ausgeguckt? Vlado ist hier das Opfer gegebenenfalls. Aber kommt da auch genug hinterher? Nobos, noch einiges weg. Er wird da wahrscheinlich gleich jumpen, wenn der Damage rausgekommen ist. Zack, da ist er wieder bei 0. Chrono an den Tower. Der schießt da natürlich nicht. Und ja, keine Chance, um hier Go zu machen. Ein Tower ist schon gefallen. Und es geht weiter. Mit dem Push. Diesmal keine Glyphe ready und da sollten sie diesen Tower jetzt auch bekommen. Ja, vielleicht hätte man sich auch entscheiden können, wirklich das Ganze auf T2 zu machen, den hier so wegzuklicken und dann weiterzugehen. Nicht immer die schlechteste Kombination. Zeus jetzt gecharged. Aber Void hat's gesehen und gepinkt. Abbruch. Ja, und sie gehen jetzt, wie angesprochen, auf das... den zweiten Tower weiter, aber mit der Glyph. Macht es hier mal Sinn, das Ulti von der Death Prophet ein bisschen später anzumachen im Tower? Wollten sie auch nur mal sicher gehen. Top Lane. Oh, das TP ist abgebrochen. Und jetzt mit dem Ulti und dem Stun von Nobos. Will er sich hier nochmal retten und healen? Aber er kriegt da so viel Damage rein. Das macht der Heal nicht wieder weg und dann geht er trotzdem down. Nur noch ein bisschen Space created. So, 12 Minuten sind gespielt. Gucken wir mal auf den Netverse. Da haben wir oben anführend die Death Prophet mit einem richtig starken Spiel. Awaken aktuell noch auf 3, aber wenn er jetzt hier down geht, ja, dann rutscht er ein bisschen ab auf die 4. Zeus kommt hier ein bisschen zurück ins Spiel und insgesamt direkt an der Nulllinie. Ja, da küsst der Graf die Linie. Und oh, greedy. Spirit Breaker hier mit der Hand auf Midas. Will sich da vielleicht noch das ein oder andere Item zusammenfarmen auf der Bench, wenn wir jetzt gleich das Medaillen sehen. Witch Doktor, ja. Nächstes großes Item auf dem Slark. Slarky Slark. Der hat ja ein ganz gutes Spiel. Dire's Top Tower is under attack. Oh, sorry, bin hier. Guck mal, muss wieder in die Mitte gehen. Also, Slark hat top den Tower geholt. Und jetzt mit dem Spectral, die geht es hier in die Mitte drauf. Können sie da was kriegen? Skyter hat sich nochmal gesaved. Mambos kriegt aber den Bash rauf. Und noch ein Hit, da kommt die Chrono, aber der Damage ist schon raus. Können sie da noch was nuken? Oben an der Seite, die Death Prophet, die macht Schaden, aber gegen den Slark, den sehen sie nicht. Und jetzt, Pathos, wollen sie hier zurückfighten, haben den Slark und der geht down. Double Kill für die Death Prophet. Die Chrono wieder nicht viel gebracht, war kein Damage da. Triple Kill für Younes. Und das eskaliert hier schon wieder. So, hier oben auch noch Facelet Void bekommen. Und damit sollte es ja nahezu ein Team-Vibe gewesen sein. Also, jetzt wird hier wieder gefarmt und gucken wir mal auf den Goldgraf nach diesem Fight und der Fuppi geht genau in eine Richtung. 2k Goldlead jetzt für New Guys. Ja, Slark dachte ich, dass er ein bisschen mehr ausrasten kann mit dem Shadowblade, wo der Zeus doch in seinem eigenen Team ist. Hat nicht gereicht. Guter Swap haben wir da von der Mensch gesehen. Dire's middle tower is under attack. Also, ja, Zeni weiß ja auch nichts, außer mit seinem Ulti noch ein bisschen die Creeps wegzufarmen.
So ist jetzt mit einer Rec-Rune. Awaken. Ja, hat ein bisschen mehr Farm als im letzten Game. Aber auch nach wie vor Spectre. Der Held. Ja, der im Early Game immer nichts zu lachen hat. Jetzt Smoke von You Guys. Soll es wieder der schnelle Roche werden? Sieht so aus. June ist mit dem Multi. Sentry ist gesetzt gegen Slug und da geht es wieder los. Der menschliche Heward steht dahinter. Und diesmal sind sie bereit. Chrono über alle. Ross ist noch da. Der dürfte down gehen. Den kann aber keiner nehmen. Und das sollte sich der... Die Venge hat ihn bekommen. Nobos und der Highground Ward. Wahnsinn, was jetzt hier abgeht. Drei down von New Guys. Irgendwie ist er da auf den... Wie ist er denn da hochgekommen? Ist wahrscheinlich hochgebasht. Hathor ist nochmal zurück. Awaken jetzt mit dazugekommen. Und da kriegen sie doch noch ein, zwei Leute down. Aber rund um den Fight, der Slug, der macht jetzt richtig Damage. Und jetzt können sie hoffen, dass sie da noch die Spectre rausbekommen. Shape Your Mind räumt in diesem Fight richtig auf. Triple Kill. Und da waren sie mit diesem Roche ein bisschen greedy. Wurden von einer guten Chrono erwischt. Die Venge konnte zwar noch das Aegis retten, aber schlussendlich nicht das, was sie sich erhofft hatten. Verlieren durch diesen Fight ein bisschen am Boden. War auch zwischendurch so unübersichtlich, dass ich gar nicht mehr gesehen habe, wer jetzt gerade da wen macht. Ich denke, das ging denen wahrscheinlich nicht allzu viel anders. Ja, Slark jetzt übernimmt die Führung mit dem meisten Farm. Drums. Auch mit Game-Items hier. Wahrscheinlich noch ein Upgrade nachher auf dem Shadowblade sehen. Dann vielleicht den Basher wahrscheinlich. Slug jetzt gescoutet. Der Pick-Off, der wird langsamer Zeit wieder. Oh, traut er sich daran? Ja, das ist wirklich der große Vorteil an dem Slug, dass du siehst, wo sind die Sentries, wo sind sie nicht. Beziehungsweise, wo sind die Wards, ja. Smoke, jetzt von Eeriness. Die haben das Gefühl, dass jetzt ihre Chance gekommen ist, auch noch mit dem gerade eben gewonnenen Fight. Shape Your Mind, richtig dick. Wenn sie da jetzt gut reinkommen, dann geht da einiges. Ich weiß nicht, ob NG das ahnt. Ja, jetzt wissen sie nicht ganz wohin. Jetzt gescoutet. Chrono auf 2 und das war eine gute. Silvos aber mit dem Multi, was da steht, kriegen sie hier einiges an Damage raus. Nobos geht nicht down, Pathos geht nicht down da oben. Yunus, der wird aber diesmal gecatcht. Tape Your Mind, der räumt hier auf. Platz. Hat hier auch noch Damage bekommen und haben hier wieder einen verloren. Ey, der Kors. Jetzt mit dem Multi. Pathos das nächste Ziel. Silvos will hier noch raus. Porten wird nicht gefunden. Spectre, ja. Also aktuell Eeriness hier auf dem Weg, sich zurück in die Partie zu fighten mit dem Smoke King, der schlussendlich dann doch aufging. Und ja, schade für die Deathprof, dass sie da gestorben ist. Diesmal clever von ihnen gefokust, auch gut in der Chrono gehabt. Hat ihn schlussendlich den Teamfight gewonnen. Und damit die Chronos noch besser werden, gibt es da oben drauf auch noch einen Blinkdagger jetzt für Vlado. Also, Medaillen für die Venge. Hier sehen wir noch nicht so viel. Spirit Breaker mit der Midas. Das skaliert nach oben dann auch noch stärker. Und ja, mit der Spectre im Gepäck können sie das Late Game auf jeden Fall fighten. Wenn nicht, sind sie sogar stärker. Kommt drauf an, was der Void hier noch bekommt.
zu dem Blinkdagger dazu. Awaken. Wahrscheinlich gleich mit dem Manta-Style. Mana-Boots für den Zeus. Hat hier mit einem Soul-Booster angefangen zu spielen. Wird das wahrscheinlich der Bloodstone? Ja, bin ich kein großer Fan von dem Bloodstone auf dem Zeus. Gibt halt in dem aktuellen Patch deutlich bessere Items. Unter anderem zum Beispiel die Aether Lens, die sich auch schön kombinieren lässt. Und ja. Selbst ein Arc Scepter finde ich teilweise sinnvoller als den Bloodstone. So. Ruhe auf dem Mitte-Tower, alle Ultis sind ab, Jakiro in 10 Sekunden und es sieht aus, als wenn sie sich entscheiden, wir haben das Death Prophet Ulti, wir können hier mehr Druck machen. Und ja, das sieht wohl nach einer Base Race jetzt aus, jetzt kommen schon die ersten TPs zurück. Und da sind sie auch wieder, die Geister strömen aus, können sie da jetzt noch was finden? Nein. Tower halb tot. Spektre Ulti. Mambo ist nochmal ganz knapp aus der Range rausgelaufen. Void springt weit nach vorne und da erwischen sie Awaken. Das ist ein guter Trade, aber Noboss ist da. Schönes Ulti von Silvos oben auf dem Highground. Der macht hier gut Damage, aber sie haben aktuell nicht genug Lockdown für den Slug. Und mit dem Sentry hier erwischen sie auch noch Pathos. Double Kill für den Slug. Und der ist mit 6-1 jetzt brandgefährlich in dieser Partie. Und auch der Zeus von hinten mit dem großen Mana-Pool macht hier einige Lightning Balls in den Fight rein. Und ja, jetzt gibt's auf die Barracks, das trotz gutem Multi von Silvos haben sie es nicht geschafft, hier den Fight für sich entscheiden zu können. Und verlieren jetzt hier wahrscheinlich die erste Miele Barrick. Ja, die geht down, entscheiden sich dann auch back zu gehen. Das ist zumindest sehr gut jetzt von Irines gespielt. Teams, haben wir gesagt, sind vom Skill-Level, von der MMR, von den Stats in der aktuellen Liga auf gleichem Niveau. Und das zeigen auch diese zwei Spiele, dass sie sich da gar nichts gefallen lassen. Und im zweiten Spiel einfach zurückfighten. Oh, jetzt go! Auf der Seite Silvos wird hier gehasst. Überlebt das ganz knapp, Ulti von Pathos. Geht hier nochmal rein, Buyback, Mensch. Jetzt wird's hier gefährlich. Zeus, der hat noch einiges bereit. Silvos, können sie ihn nuken? Ja. Der geht hier auch down. Und also, sieht nicht allzu gut aus. Spectre, die hat einfach noch nicht genug, um hier wirklich alles im Fight wegzumachen. Pathos geht mit dem Shadowblade hier rein. Läuft aber auch nur in die Wand rein. Yunus jetzt hier mit seinem Multi in der Chrono. Die kriegen ihn diesmal nicht down. Und Awaken kriegt den Kill of Oracle. Kommt der Damage zurück. Shape Your Mind, der ist bereit. Der will wieder fighten. Ulti hat er auch noch ab Swap auf Zeni. Mit dem Ulti von Silvos sollte er da down gehen. Und erste gute Defense. Hier unten bekommen sie noch ein bisschen Vlado vielleicht jetzt noch. Noch ein Cask hinterher. Silence, dass er da nicht rausspringen kann. Und ja, die Smoke, die hat nur wirklich nichts gebracht. Ist hier aber weggejumpt. Slug auch auf dem Weg hier abzuhauen. Jetzt NG auf dem Weg Vormarsch. Auf dem Vormarsch hier wieder. Wollen hier auf jeden Fall den Slug haben. Der hat aber noch sein Ulti ready. wieder erwischt Skyter, aber mit der Zeus-Kombination von hinten. Und jetzt muss auch Noboss aufpassen. Der wird hier gerade geslagt.
können ihn nochmal safen mit einem guten Cask von Silvos. Und entscheiden sich jetzt hier. Wir haben ein bisschen was gekillt. Gehen wir wieder zurück. Schlussendlich aber nicht die Trades, die sie brauchen, um vollständig wieder zurück in die Partie zu kommen. Ja, Netgraf zeigt das an. 5k vorne. Slark führt hier den Goldlead aktuell an. Ja. Ah, begrüße auch die Gäste hier im Chat, die später dazu gekommen sind. 1-0 steht es aktuell für NG und das ist das einzige Team mit einem deutschen Spieler an Bord. Slark. Mit dem Majowskadi. Spectre, Manta ready. Roche gleich wieder ab. Chart jetzt hier auf den Slark. Wollen sie ihn go? Und ich denke, das haben sie vor. Aber wenn er hier Lucky die Haste Rune findet, dann war's das. Also, nach dem Spiel dann erstmal eine kleine Pause. Und dann nachher EG. Das Topspiel des Abends. Tops. Das Top. Ja. Ulti, Seni, kriegt hier eine Menge Damage rein. Geht aber noch nicht auf mit der Chrono. Pathos und Silvos gefangen. Und Swap hier ganz gut nochmal raus, den der low ist. Reicht das, kommt da erstmal raus. Und Spectre dazu, Shapiro meinte, Multi kann ja einiges an Schaden machen, aber reicht das aus, um Awaken zu killen? Der wird hier gereckt. Und jetzt geht es aufs Gitter, Unstoppable. Und ja, das wird hier auf jeden Fall das Late-Game-Duell. Spectre versus Slark. Und der entscheidet sich hier nicht weiter zu fighten, ist aber noch gecharged, der wird jetzt abgebrochen. Besser ist. Also, dieser Fight, klar, besser für NG, fast NK Gold, hat sich jetzt hier gedreht. Ja, was sehen wir jetzt hier auf dem Slark als nächstes? Also ich würde wirklich vermuten, den Basher, um hier auch Yunus zu kriegen, der immerhin schon auf dem Oktarinenchor sitzt. Und die Spectre... Ja, da weiß ich nicht, was da jetzt kommt. Es kann, ja, ein bisschen Tankiness, Hard Richtung, gerade jetzt noch, ich weiß nicht. Ja, jetzt der nächste Roche. Können sie contesten? Die Ultis sind ab. Spectre hätten sie natürlich auch gerne 20 Sekunden, das wird zu knapp. Also... Können sie doch nicht contesten, es tut mir leid. Das wird zu nichts. Und Aegis kriegt ja Zeus zum Bloodstone und der Aether Lens dazu. Charge. Ja, abgebrochen. Also, Slucky Slark. 7-1. Den müssen sie erstmal killen. Und ja, wie wir Slark kennen, wird er nicht gerade schwächer im Fight, wenn er länger geht. Derweil die Creeps hier oben durchgepusht. Ein kleiner Vorteil, den sie bekommen. Und den Ward haben sie gesehen. Ah, der ist außerhalb der Range. Und jetzt ist die Frage, können sie nach 31 Minuten den High Ground brechen oder nicht? Einmal hat es schon geklappt.
bringt hier den Stun mit, lassen sich nochmal vertreiben. Die Zeit arbeitet schlussendlich gegen Irines, weil wenn die Spectre hier richtig, richtig dick ist, genau das Diffu, das hatte ich gerade nicht auf der Rechnung. Das kommt natürlich dazu, auch Spectre mit einem guten Farm. Also, Late Game Spectre versus Slark, der Fight der Giganten. Dire's bottom tower is under attack. Ja, man cleart hier einfach nur die Waves und nuket ein bisschen auf den Tower, aber so richtig, richtig Action macht das alles noch nicht. Ja, das hatte ich vorhin angesprochen, der Go. Den haben sie nicht, den klassischen Earthshaker, Sand King, Tide, der hier reinspringt, ein Snowball, irgendwas, womit man in diesen Fight reinkommt. Das ist das große Manko, was sie haben, weswegen sie jetzt hier auch so passiv in diesem Kreis stehen. Schön, um einer Chrono zu dodgen. Muss man sich das Zoning mal angucken. Hier steht einer, da steht einer, da steht einer. Und auch hier unten, schön verteilt. Jetzt aber der Versuch mit dem Barra hier was zu starten. Spectre Ulti wird gezündet. Oben die Chrono trifft Yunus, aber das reicht nicht. Shape Your Mind mit dem nächsten Kill. Der fightet hier oben. Jetzt hat er Silvers. Double Kill für ihn. No Boss ist der nächste, aber jetzt versuchen sie Slark zu fighten und er kriegt eine Menge Damage rein. Das bringt Geld. Gut gespielt von Yunus hier. Wusste man, sie reingehen dürfen. Und der Slark, der ist eine Minute tot, wenn er sich nicht zurückkauft. Haben hier nur den Witch Doctor. Kam da noch ein Buyback? Nee. Ja. Witch Doctor und Barra verloren. Der chargt jetzt hier nochmal den mit dem Aegis an, den Zeus. Der kann das natürlich mit seinem Bolt stoppen. Und jetzt. Ja. Einmal gedefft. Range Barrack ist ja halb tot. Weiter so. Und ja. Die Chrono. Die Chronos sonst so gut von ihm haben hier diesmal nicht den entscheidenden Play gemacht. Also. Diese jetzt. Kurzum, den Fight haben sie nicht gewonnen. Awaken. Wieder mit 2k Gold. Slark, ja, führt jetzt hier das Killboard und auch die Networth an mit 17k. Gesamttechnisch hat sich es bei 5k eingepegelt. Ja, das sehen wir hier noch von dem Chronomann. Ja, das Acceptor, das wird hier nachher kommen. Mambos, ja. Jetzt mit der Esalens, vielleicht jetzt die Boots nochmal wieder voll machen. Mecker, sehe ich hier nicht im Team Irines und auch nicht im anderen Team, wenn ich mich irre. Ne, also eine meckerlose Partie. Heads up! Ja, Slark oder Spectre, das ist hier die Frage dieses Spiels. Slark entscheidet sich jetzt also gegen den Basher, geht hier zuerst Assault. Und zwei starke Items jetzt für das Team auf der Radiant-Seite. Aegis ist raus, Roche kommt in 4 Minuten und 26 Sekunden wieder. 1, 2, 3. Ja, 4. Passt das? Ach, irgendwie sehe ich bei dem Roche-Trick nicht durch. 4 Minuten auf jeden Fall. Also, farmtechnisch ist er jetzt zumindest 2,5k vorne. Zeus holt ihn mal zum Scouten genutzt. Sehen Sie, die stehen alle in der Base. Also, Teil 2. Nochmal schön mit dem Zeus die Lane oben raus pushen oder hier ein bisschen farmen. Der sollte dann gleich mit dem Boots zurückkommen.
Können sich hier noch nicht durchringen, den gleichen Go nochmal auf der Botlane zu machen? Dachte, die wollen es jetzt, weil es sah echt aus, der Move, ja. Geschlossen hin. Susi gecharged. Da war eine Invis-Rune an Bord. Charge. Wird hier auch abgebrochen. Er weiß, er hat da keine Chance, ihn zu killen. Und ja. Mit Level 16. Schon fast der maximale Damage-Output erreicht. Bezüglich Aga. So. Slaggy Slag. Jedenfalls extrem schwer zu killen mit dem Assault. Und dem Eye of Skadi. Sehr tanky. Spectro-Ulti hier genutzt. Dort unten den Void gefunden. Der macht hier erstmal keine Chrono. Und wissen jetzt natürlich auch, wo der Rest ist. Slag. Mal weggesprungen. Die Spectre, die wird ja ausgepinkt. Erwarten jetzt schon Rosh. Der kommt doch erst in die nächsten Minuten. Also, Rosh in 1,25. 1 Minute 25 Sekunden. Spectre. Was wird hier das nächste Item sein? Vielleicht ein Butterfly gegen den Slark, um ihn wirklich manfighten zu können? Oder ist es das Hard? Oder ist es vielleicht gar nichts, was er erstmal fighten muss? Schade wäre es um das Gold. Sie finden hier Slark. Der geht direkt auf Silvos und der macht schon eine Menge Schaden. Silvos direkt down. Hinten der Chrono Vlador hält da Awaken fest. Der kann sein Team nicht unterstützen. Und das ist richtig stark hier oben. Kann Yunus einiges an Schaden noch machen, aber es reicht aktuell noch nicht, um ihn zu killen. Slark ist hier irgendwie völlig außer Rand und Band. Triple Kill für Yunus und jetzt ist der Slark so fett. Können sie ihn hier irgendwie stoppen? Oh, mit dem Slow. Kriegt er hier ganz schön Packung. Yunus hilft jetzt hier und da geht der Slark down. Das Diffu, das hat ihn dann doch erwischt. Unter den Sentries hier. Radiant's bottom tower is under attack. Und ja, müssen jetzt die Mitte rauspushen. Und haben hier anscheinend den besseren Fight bekommen. Chrono wurde nur genutzt, um Awaken hier festzuhalten. Und ja, der Angesprochene entscheidet sich jetzt hier für das Hard. Ja, Silvos geht hier Richtung BKB, wenn auch nicht sehr schnell. Yunus für sein Team hat schon begonnen. Also. Holt die von Zeus, um zu scouten. Die wissen, wo sie sind. Chronos ab. Und jetzt müssen sie sich vorsehen, dass sie da nicht so dolle reinkommen. Rosh haben sie bekommen. Aegis auch gedroppt. Cheese, meinte ich natürlich. Ist jetzt auch mit dabei. Nobos geht down. Chrono Awaken nur bekommen. Soll der den Hass bekommen? Oder er ist mit Aegis und Hart relativ fett. Und Yunus, der geht jetzt hier vorne rein für sein Team. Zeni geht hier nicht down. Aber der Damage sollte ausgereicht haben. Ja, der ist noch zu Hause down gegangen. Jakiro down, Oracle down, Vlado. Kann hier noch rausporten, der Einzige, der hier lebt. Der Fisch, der Unsichtbare. Mit dem Becher in der Tasche. So. Den Chargeback. Geht das hier weiter?
Oh, Spectre am Stack farmen. Das sieht man auch nicht allzu oft. Aber mit Hard. Da ist dir das egal, da kriegst du nicht mal mehr Schaden rein. Also. Lado mit dem Acceptor. Slark. Auf dem Weg zum Abyssal Blade. Awaken. Immer noch mit dem Aegis. Und so langsam sollte... Ja, wie sieht's mit den Buybacks aus? Slark müsste gleich sein Buyback gefarmt haben. Zeus auf jeden Fall. Middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. So, aktuell keine Anstalt, das hier zu contesten. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Go, Vlado, der kann hier eine Mega-Chrono kriegen, auf 3. Und jetzt kriegen sie hier genug Damage raus. Pathos geht down. Yunus hat es überlebt, die BKB saved doch ihn. Und jetzt mit dem Damage, Godlike für Awaken, haben sie die Chrono überlebt. Der Follow-Damage, der war nicht ausreichend. Slark ist hier woanders. Der hat hier gesplit-pushed und die Barrack gefinished. Ja, mit dem Bot rumspielen und Carsten sind keine gute Mischung. Sorry dafür. Aber ein bisschen mit dem Chat hier schnacken, das muss erlaubt sein. Deswegen sind wir hier auch zusammen und nicht auf einem 13 Milliarden Zuschauer-Stream. So. Also. Wollen hier nochmal Druck machen, wollen hier auf den High Ground, haben immerhin noch eine Lane-Vorteil. Aber ne, das war nur angefaked. Hier hauen wieder ab. Das ist die geheime Z wie Zocko-Taktik, ja. Erst hier laufen, dann da zurück und da wieder hin. Bringt dir den Gewinn. Awaken hat immer noch das G-Scam jetzt auf dem Barra. Das ist ein gutes Item, wenn er ihn ja nicht verliert. Ja, mittlerweile Rückkaufstatus. Networth führt der 7K-Spieler, der höchste hier im Leaderboard. Yunus, die Mega-Bereicherung für Team New Guys. Führt hier das Spiel an, ist auch schon end-equipped, 14-2, der Typ ist nicht mehr tot zu kriegen. Tanky wie Sau und Schaden macht er auch noch. Ja,
ist natürlich eigentlich das optimale Target. Da kann der Slark so schön lange dran rumlutschen, ja. Bis er da 500.000 Agi hat. Problem ist halt nur, er geht vorher down, ja. Also, jetzt der Go. Und da ist er auch schon erwischt, aber die Chrono hält das Schlimmste zurück. Da hat er nochmal Glück gehabt. Ulti jetzt von der Spectre macht ihn zum Godlike-Spieler hier in diesem Match. Shape Your Mind im Manfight. Kann erstmal das nicht weiterfighten. Und da sind die Barracks down. Und ja, wie wir es aus dem ersten Spiel kennen, wird hier... Oh, schön weggemacht. Wird hier nicht overplayed. Von beiden Teams nicht. Sondern solides Dota gespielt, Objectives genommen, hier oder auch hier. Und dann so, ja, sogleich nach Hause gegangen, wieder gereckt, Ultis ab. Spectre jetzt auch mit dem Basher, interessant. Also, Slark vs. Spectre. Aktuell im Draft. Also, die stehen hier bereit. Und da könnte eine Mega-Chrono jetzt da vom Highground kommen. Kriegen sie sie aber auch raus. Ice Pass war das letzte Mal. Ja, und jetzt ist die Vision da. Chrono, er weiß nicht wohin auf wen. Nimmt er wieder Awaken oder nimmt er Yunus? Er nimmt einfach beide mit der Chrono. Aber wie ich bereits sagte, er nimmt hier mehr Damage. Und auch der Slark ist hier ungünstig in die Chrono reingesprungen. Wird gesilenced. Und das dürfte fast sein schnelles Ende werden. Da kommt eine Menge Schaden auf ihn raus. Und wenn er da nicht gleich platzt wie eine Melone, dann... Ja, dann ist das sein Glück. Also. Und jetzt haben sie keine Chrono mehr. Shape Your Mind ist wieder gestunt, gesilenced. Und so hält man den Slark auf... Ja, auf Abstand. Und da kann er nichts machen. Godlike für Awaken. Der Slark, der ist hier raus aus der Partie. War schlussendlich die Spectre, die ihn gemacht hat. Das kann man nicht mehr sagen. Aber schlussendlich konnte er nicht überzeugen. Mit dem Buyback möchte er hier nochmal sein Team retten. Er hat den Damage. Er hat das... Aber... Kriegt hier nicht mal mehr... Das Overwhelm raus. Vielleicht jetzt auf Awaken. Neue Chrono. Können sie da nochmal was machen? Der geht hier down. 800 Gold. Und Buyback. Das ist die Stärke der Spectre. Die kommt nämlich direkt wieder zurück. Gem auf den Boden. Und jetzt. Wo ist der Slark? Der Slark ist hier außen rechts. Muss jetzt manfighten gleich gegen die Spectre. Aber da kommt alles zu spät. Stark gespielt von beiden Teams. Gut gefarmt. Und schlussendlich... Ja, hat es nicht gereicht für Eeriness, die in dem zweiten Spiel deutlich besser aufgespielt haben, Potenzial hatten, das Game zu gewinnen, konnten hier nicht überzeugen und die starke Spectre zusammen mit der Mega Death Prophet haben hier das Spiel gemacht. Wir sehen uns, ja, nach einer etwas längeren Pause von einer Stunde nachher frisch wieder zu EG.